Hallo, ihr Lieben. Immer wieder bekomme ich vom Leben die Botschaft, dass unser Körper ein wichtiger Schlüssel ist, um glücklich zu sein und erfüllt zu sein in diesem Leben. Und um ja gut für den Körper da zu sein und liebevoll für ihn zu sorgen, möchte ich euch heute dazu einladen, mit mir gemeinsam eine kleine Selbstmassage zu machen. Und bevor wir damit beginnen, könnt ihr mal kurz die Augen schließen und einfach mal in euren Körper hineinspüren. So mal einen kleinen Scan von Kopf bis Fuß oder einfach fühlen, wie fühlt sich der Körper gerade an. Leicht oder schwer? Gibt es Stellen, die eng sind oder weit? Wo sind vielleicht Anspannungen, Verspannungen, Wärme oder Kälte? Wo fühlt er sich entspannt an? Vielleicht spürst du auch irgendwo ein Kribbeln. Da ist die Lebensenergie schon gut im Fluss. Oder Taubheit. Oder fühlst du Leere oder fühlst du vielleicht gar nichts? Hast du vielleicht Schwierigkeiten, deinen Körper überhaupt gerade zu fühlen, wahrzunehmen? Einfach nur alles wahrnehmen, ohne das zu bewerten. Wir werden dann nach der Massage nochmal in den Körper fühlen und dann kannst du mal schauen, ob du einen Unterschied bemerkst. Okay, dann lass uns beginnen. Du kannst deine Hände ein bisschen aneinander reiben. Einerseits, um die aufzuwärmen, wenn die vielleicht ein bisschen kalt sind, und auch um die Energie in den Händen zu sammeln, zu erhöhen. Okay. Einfach erstmal so ganz sanft über das Gesicht streichen. Ganz vorsichtig. Mal so bis zu den Ohren. Und dann kannst du mit den Fingerspitzen deine Stirn zu leichten kleinen Kreisen massieren, die Augenbrauen ausstreichen, unter den Augen, vielleicht auch mal ganz zart so über die Augen. Unter den Augenbrauen gibt es auch so Punkte, vielleicht kannst du da mit den Daumen, also ganz vorsichtig so. Diese ganz kleinen Mikromuskeln, die so um die Augen drumherum sind, massieren und tief atmen dabei. Also bei mir passiert das jetzt schon automatisch, dass ich durch die Massage anfange, tiefer zu atmen. Na, jetzt so über die Nase, über die Wangen. Die Lippe, den Kiefer, auch den Kiefer dabei mal so ein bisschen locker lassen. Jetzt kannst du die Hände mal so das Ohr zwischen die Finger nehmen und dann mal so vor und hinter dem Ohr so ausstreichen und massieren und so kleine Kreise machen. Und das Ohr mal so zwischen die Finger nehmen und die Ohren ausstreichen.
Ohrläppchen und oben die Ohrmuschel. Und dann so mit den Fingern so in die, über den Kopf, in deine Haare. Auch Striche, Kreise, alles, was sich gerade irgendwie gut und wohlig anfühlt, ob sanft oder ein bisschen mehr Druck. Also ich empfehle, so sanft wie möglich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich tendenziell meinen Körper eher zu fest massiere. Und dass es meinem Körper wohliger sich anfühlt, wenn ich irgendwie eher so sanfter und liebevoller ihn berühre. Kann es auch einfach mal so über den Kopf streicheln, so von vorne nach hinten, bis in den Nacken rein. Ja, und nimm ruhig eine ganz achtsame und liebevolle Haltung gegenüber deinem Körper ein. Mal hinten den Nacken, richtig schön berühren und mit den Fingern da auf und ab fahren. Und jetzt mit der rechten Hand mal so auf die linke Schulter. Spür mal, ob du ein Gefühl der Anerkennung und Wertschätzung spüren kannst. Mit der linken Hand die rechte Schulter massieren. Für deinen Körper, was er jeden Tag für dich tut, dass er für dich da ist. Jetzt so den Bereich hier, Brustbereich, Kreisen. Und dann die Arme runter. Zuerst den linken Arm mit der rechten Hand. Bis zum Hand. Fläche, Handteller, den Handteller massieren und dann jeden einzelnen Finger mal so schön ausstreichen. Dann mit der linken Hand den rechten Arm hinunterfahren. Und auch hier den Handteller kreisen. Und jeden einzelnen Finger. Vielleicht auch mal ein bisschen schütteln. Dann kommt der Bauch dran. So mit kreisenden, liebevollen Bewegungen. Und vom Bauch dann so über die Seiten. Bis zum Rücken, so weit wie du selber an deinen Rücken gut rankommst, da einfach mal so von oben nach unten, von der Wirbelsäule nach zu den Seiten. Ja, und wenn du gehen musst, dann gähne, das ist ein gutes Zeichen, dass der Körper und das Nervensystem sich entspannen. So. Dann ins Becken, so in die Leisten mal so rein, bisschen reinkneten. Und von da aus die Beine. Ich nehme jetzt hier zuerst das rechte Bein. Einfach so von oben nach unten streichen und kneten.
den Oberschenkel, jetzt das Knie mal zu so kreisen, kreisende Bewegungen, Kniekehle ganz sanft. Und dann den Unterschenkel, die Wade, genau, bis zum Fuß. Und den Fuß auch einfach so von der Ferse über das Fußgewölbe bis zu den Ballen. Mit den Daumen das schön massieren und dann jede einzelne Zehe. Genauso wie bei den Fingern vorhin. Mal so ausstreichen zu den Zehen. Vielleicht auch mal mit den Fingern so in die zwischen die Zehenräume. Da mal ein bisschen, wenn sich das angenehm anfühlt. Dann vielleicht noch mal so den ganzen Fuß, die ganzen Zehen so in die Hand nehmen und einfach mal da ein bisschen drücken. Bei mir sind gerade die Hände schön warm, die Füße ein bisschen kühl, das fühlt sich auch gerade angenehm an. Ja, so, und dann zum anderen Bein. Wieder von oben, den Oberschenkel. Kneten, streichen, Knie kreisen, Kniekehle wieder ganz sanft nur und Unterschenkel, Wade vom linken Bein bis zum Fuß und auch hier wieder die Ferse. Fußgewölbe. Fußballen und jede einzelne Zehe. Zwischen den Zehen. Und zum Schluss auch noch mal hier den Fuß so zwischen die Hände nehmen. Einfach mal drücken, mal fühlen. So, und zum Abschluss noch mal so von oben nach unten, von Kopf bis Fuß. Ganzen Körper noch mal ausstreichen. Dreimal mache ich das jetzt hier. So, und jetzt schließ gern noch mal die Augen und fühl noch mal, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Einen Unterschied merkst zum Anfang. Ja, danke fürs Mitmachen und viel Freude bei der Selbstmassage.